Couchsunner, einfach top der Karo und XRP einfach halten. Sehe ich genauso, mein Lieber. Sehe ich genauso. Auch wenn wir, Mann, auch wenn wir komplett falsch lagen. Alles oh, verworfen und der Bullrun geht wirklich irgendwann bald vorbei und XRP bleibt klein und ja, so what? So what? Das geistige Auge muss irgendwie erblindet sein, dass man nicht erkennt, was Ripple da aufbaut an der Infrastruktur. Und was das mit XRP machen wird. Es ist schon lange kein Coin mehr, der nur in Transaktionen abwickeln soll für Banken. Das Ding ist, dieser Gedanke ist schon uralt. Ihr wisst, das Patent, dass sie im Derivatemarkt reingehen möchten, haben wir auch schon berichtet gehabt. Haben die von vornherein gesagt gehabt, sie wollen in den Derivatemarkt. Es wurden schon Patente rausgehauen von denen. Mit der Zusammenarbeit von anderen größeren Entitäten, ich weiß nicht mehr, welche das waren, im Bereich Sidechains, im Bereich NFTs, im Bereich Gaming, im Bereich Transaktionen bzw. Geldtransaktionen, im Bereich DAXes. Jetzt werden die auch noch diesen Liquidity Hub raushauen, was sie zurzeit haben. Haben so viele Korridore jetzt schon geöffnet für Geldtransaktionen und das alles ist am Testen. Und am Laufen, es rattert still und leise im Hintergrund her. Und wenn der Hebel umgelegt wird, dann werden Gesichter schmelzen, Leute. Aber das wird für viele, viele zu spät sein, weil dann werden sie auf einmal nichts mehr Böses darüber sagen. Die werden nicht mehr schlecht darüber reden. Die werden so tun, als ob sie noch nie ein schlechtes Wort darüber verloren haben. Und die werden versuchen, rein zu FOMOen, wo die Preise schon durch die Decke gegangen sind. Und wenn dann Korrekturen kommen, dann werden sie wieder voll heulen und sagen, Mistcoin. Aber ja, so ist es leider. Die meisten verstehen die Marktzyklen nicht, die verstehen nicht, wie das Ganze funktioniert, kaufen zu viel zu hohen Preisen ein, verkaufen im Minus und wundern sich dann, dass sie keine Gewinne damit machen, ne? Aber ja, ich bin voll bei dir, mein Lieber.